meine Liebe und willkommen zurück auf meinem Kanal. Ja, es gibt heute ein kleines Aufgebraucht-Video von mir und zwar für den Monat August. Und ja, vorab schon gleich, es ist nicht viel geworden, deswegen hoffe ich, es heute noch hochladen zu können. Und ich würde sagen, wir legen los. Als erstes ist es leer gegangen von Yes to das Micellenwasser. Das hatte ich mir über Beauty Bay bestellt und ja, es war in Ordnung. Ich bin nicht so der Micellenwasser-Typ. Mich hat auch der Pumpenspender quasi gestört. Einfach auch, weil ich ja meine Wattepads halbiere. Und das ist dann quasi zu viel für das halbe Wattepad. Und ich habe es am Ende in eine einfachere Flasche umgefüllt, aufgebraucht und würde es nicht nochmal nachkaufen. Es sei denn, sie verändern die Verpackung dann vielleicht schon nochmal, aber eher nicht. Dann auch leer gegangen ist von Hands on Veggies das 2-in-1 Shower und Shampoo. Das war in der veganen Box und auch in meinem Projekt Skincare reduzieren, also Pflegeprodukte reduzieren. Und ja, ich hatte das nur zur Ausgrabung und habe da auch das erste Mal die Flasche geöffnet. Ich musste feststellen, dass es einfach stank. Also für mich stank es wirklich. Es sollte mit Kale und Jojoba sein. Wenn ich mich recht entsinne, sind Kale so Algen. Kann sein. Kann aber auch sein, dass ich mich da komplett täusche. Jedenfalls, es ist definitiv nicht mein Fall. Ich würde es nicht nachkaufen. Würde ich es jetzt zum Beispiel nochmal in der veganen Box drin haben und es ein anderer Duft ist, sehr gerne. Ich muss aber auch sagen, ich habe es nicht für die Haare verwendet, weil ich Angst hatte, dass der Geruch in meinen Haaren bleibt nach dem Duschen. Und ja, es kam mir auf den Körper. Und das war's. Besonderheit an dieser Tube ist, dass die wohl aus Zuckerrohr gemacht ist. Wusste ich auch nicht, dass das geht. Aber ja, nachkaufen würde ich es mir nicht. Dann leer gegangen ist von Essie mein Topcoat aus der Gel Couture Reihe. Ja, war in Ordnung. Ich glaube, ein kleiner Rest ist noch drin. Aber daran zu kommen, ist mir der Aufwand nicht wert. Nö, habe ich eigentlich sehr gut ausgeleert. Und ja, nachkaufen will ich ihn mir nicht. Einfach, weil ich auch mit den Trended Up Topcoats oder von Essence mit denen zurechtkomme. Da muss ich keine 12 Euro extra für einen Topcoat bezahlen. Zumal ich meine Nägel ja eh alle 2 bis 3 Tage meistens wechsle. Dann muss er ja eh nicht lange halten. Dann nach Ewigkeiten wieder leer gegangen von Evelyn Wattepads. Die halten echt gut inzwischen. Ich glaube, über einen Monat ist es her, dass ich so eine Packung aufgebraucht habe. Mit 33% habe ich auch nochmal 2 Backups liegen. Ja, finde ich wunderbar. Würde ich auch weiterhin kaufen. Vielleicht aber auch demnächst für so gängige Sachen wie Augen-Make-up entfernen auf die Waschbaren umsteigen. Aber da muss ich nochmal gucken, ob ich demnächst endlich mal welche bestelle. Oder meine Mama fragt, ob sie mir selber welche näht. Dann noch leer gegangen von Terra Naturi die Augencreme. Auch die war im Pflegeprojekt drinne. Ja, ist von Müller. Würde ich mir also nicht nachkaufen, einfach weil wir keinen Müller haben. Der nächste ist, glaube ich, bei mir in Flensburg. Ist ein bisschen weiter weg. Da bin ich nicht allzu oft. Ja, ansonsten war die Augencreme ganz angenehm. Ich habe jetzt keine aktuell, einfach weil die letzte habe ich weggeschmissen. Mit der kam ich einfach überhaupt nicht zurecht. Und ja, irgendeine wird mal wieder nachkommen, wenn ich dran denke. Ansonsten schmiere ich mir da auch mal eine normale Tagescreme drauf. Noch kann ich das machen. Dann ein dekoratives Kosmetikprodukt noch von Trended Up, der Contour & Glide Lip Liner in der Farbe 473. Das ist quasi der Lip Liner zu dem Lippenstift. Oder er passte einigermaßen gut zum Lippenstift. Ja. Einer weniger. Die automatischen oder die zum Drehen werde ich mir nicht mehr nachkaufen, sondern wieder welche aus Holz. Einfach weil mir die Dinger zu oft abbrechen. Das ist der Hauptgrund. Und zu guter Letzt ist eine Duftbrille.
Duftprobe leer gegangen. Und zwar hat mir die liebe Jenny eine Duftprobe mitgegeben, als ich was bei ihr bestellt habe. Schaut auf alle Fälle mal bei ihrem Insta-Sale vorbei. Ja, das war von Yankee Candle, Cotton Candy. Und es war voll mein Duft. Also die Reste sind noch im Duftlämpchen. Würde ich mir als Tarts nachkaufen, als ganze Kerze wahrscheinlich einfach nicht. Ja, fand ich sehr schön, sehr süß. Ja, das waren auch schon die aufgebrauchten Produkte im August. Ich hatte eigentlich mit mehr gehofft, gerade so was Duschgel angeht. Aber ja, leider haben sich die Pläne geändert gehabt bei uns. Und ja, insgesamt sind knapp 30 Euro an Produktwerte leer gegangen, um genau zu sein 29,69 Euro. Und ja, ich hoffe einfach, dass der September ein erfolgreicher Monat wird, weil ich auch den Sample September mache. Also ich versuche jetzt im nächsten Aufgebraucht hoffentlich alle meine Samples vorzustellen. Und ja, könnt gerne mitmachen, wenn ihr Ewigkeiten Proben rumfliegen habt. Ansonsten würde ich mich freuen, wenn du das nächste Mal wieder einschaltest. Ich verlinke dir hier drüben einmal die Playlist mit meinen ganzen Aufgebraucht-Videos. Darunter findest du auch meinen letzten Upload. Auf der anderen Seite kannst du gerne meinen Kanal kostenlos abonnieren. Und ich wünsche dir jetzt noch einen schönen Abend. Bis dann. Tschüss.